Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Spielepräsentation. Heute zeigen wir euch Friese-Matenten von Friedemann Friese aus dem Amigo Spieleverlag. Der Spieltitel ist ein Wortspiel aus dem Namen des Autors und dem Substantiv Fisimatenten, was ungefähr so viel heißt, wir mussten selber erst recherchieren, wie Faxen, Blödsinn, Unsinn, die zu irgendwelchen Problemen führen. Und was das genau mit diesem Spiel auf sich hat und mit diesem Spiel zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Natürlich zeigen wir euch auch heute, was ihr für euer Geld bekommt. Das ist das Cover, Friese-Matenten, der Titel, wie schon bereits erwähnt. Der Untertitel ist sehr interessant. Wir sind nicht hier, um Freunde zu finden. Set 1, es gibt nämlich noch eine Erweiterung, die werden wir euch auch nochmal zeigen. Ja, aus dem Amigo Spieleverlag, wie bereits erwähnt. Wenn wir das Ganze einmal umdrehen, ist hier der Klappentext. Hier sind einige Karten mit Beispiel, als Beispiel abgedruckt, abgebildet. Hier haben wir wieder unsere Legende. Und zwar ist das Spiel ab 12 Jahren empfohlen. 2 bis 4 Spieler können dabei mitspielen und das dauert ungefähr 45 Minuten. Ja, auf diesen Skalierungen hier ist es eher ein Experten- denn ein Familienspiel. Es ist mehr ein Strategie- als ein Glücksspiel. Und ja, es ist ausgeglichen, wenn es um die Ruhe und die Turbulenz geht. Jetzt lüften wir das Geheimnis, was sich in der Schachtel befindet. Als erstes kommt uns eine bebilderte, kurze und knackige Spielanleitung entgegen. Dann haben wir dieses Spiel schon mal präpariert mit Gummibändern, die sind da nicht mit bei. Das ist der Startspielstein, selbstverständlich in grün. Wer Friedemann Friese Spiele kennt, weiß, dass das seine Lieblingsfarbe ist. Und das Geld, 50-Euro-Scheine, 10-Euro-Scheine, 5-Euro-Scheine und 1-Euro-Scheine. Und die obligatorische Stabilisierungspappe. Darüber hinaus gibt es dann noch die Spielkarten, das Herz des Spiels. Dazu kommen wir dann gleich in der Regelerklärung. Und die obligatorische Werbung für Spiele aus dem Eigenverlag. So, das bekommt ihr für euer Geld und wie dieses Ganze jetzt gespielt wird und ja, warum man nicht hier ist, um Freunde zu finden, seht ihr jetzt. So, wir haben euch hier mal ein Zweispieler-Szenario aufgebaut. Bevor das Spiel beginnt, sortiert man erst, also mischt man die Karten, die man hat, die 60 Stück, und pro Spieler kommen 15 Karten ins Spiel. Wer des Rechnens mächtig ist, und das sind wir in einem lichten Moment heute gewesen, haben wir 30 Karten bei 2 Spielen aussortiert. Der Rest kommt ungesehen in die Schachtel. Dann bekommt jeder Spieler und jede Spielerin als Startkapital 60 Euro. Und derjenige, der als letztes Geld ausgegeben hat, bekommt den Startspielerstein. Wir haben euch hier, wie gesagt, das Szenario für 2 Spielerinnen und Spieler aufgebaut. Wir haben hier die Bank, hier unseren imaginären Ablagestapel. Und danach die Stapel und die Börse. Doch worum geht es in Friese-Matenten genau? In Friese-Matenten geht es darum, 40 Siegpunkte zu erringen. Und die bekommt man durch Fabriken, durch Statussymbole, durch Karteneffekte. Also eben durch das Ausspielen von Karten. Und das Spiel an sich gliedert sich in 4 Phasen. Und zwar ist das, die ersten beiden Phasen fallen in der ersten Runde weg. Ist das die Börse auffüllen, das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist Aktions- und Einflusskarten aufspielen. Was das ist, zeigen wir euch gleich. Die dritte Phase ist Karten ersteigern. Also die kann man nicht einfach kaufen, sondern man bietet quasi gegeneinander. Darum auch der Untertitel Freunde findet man woanders. Nein, also eben dieser Untertitel, den wir gerade schon mal genannt haben, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, wir sind nicht hier, um Freunde zu finden. Ha, das war nochmal nachgeguckt hier. Und die vierte Phase ist die Produktionsphase und das Einkommen. Denn jeder Spieler kriegt am Ende jeder Runde 30 Euro Grundeinkommen. Plus eben das, was wir an der Fabriken abwerfen. Aber dazu kommen wir genau jetzt. So, das ist eine der besagten Fabrikkarten. Hier haben wir das Mindestgebot von 69 Euro. Diese Karte bringt uns 15 Euro mehr in der vierten Phase und 8 Siegpunkte. Dann haben wir die Aktionskarten in grüner Farbe. Die haben jeweils immer einen Effekt, ist hier unten im Textfeld vermerkt und ja, haben ein relativ niedriges Startgebot, werden aber auch per Gebot gekauft.
Dann gibt es die Statussymbole, die hauptsächlich Siegpunkte bringen und auch eben ersteigert werden können. Und dann haben wir noch die Einflusskarten. Da gibt es zwei Stück von, einmal personengebunden, die bleiben immer im Spiel, und einmal kartengebunden, die dann eben auf eine bestimmte Karte gespielt werden. Und sobald diese Karte, warum auch immer, aus dem Spiel fällt, ist auch die Einflusskarte draußen. Bringt auch manchmal Siegpunkte und einen Effekt und ja, kostet halt auch ein bisschen Geld. Was übrigens ganz, ganz cool ist, ja, so mancher von uns hat sich schon echt schlapp gelacht, weil das echt süße Bilder hier sind. Gut, das aber nur am Rande. So, die ersten beiden Phasen fallen in der ersten Runde weg und wir gehen gleich ans Bieten. Also wie gesagt, ich spiele jetzt mal mit meinem imaginären Gegenüber und man fängt dann immer hier an. Und zwar fängt derjenige mit dem, darf derjenige das erste Gebot abgeben, der den Startspielstein hat. Und ja, 27 Euro soll das Ding kosten, hier voll im Trend. Ja, ich sag nö, er sagt auch nee, alles klar. Dann tappen wir die mal, damit wir wissen, dass wir die Karte schon versucht haben zu ersteigern. Die Münzsammlung, 28 Euro, bringt 7 Siegpunkte. Ich sag ja, ich sag 28, er sagt 29, ich sag 30, er ist raus. Alles klar, ich zahle meine 30 Euro an die Bank und bekomme die Münzsammlung. So, dann haben wir die Spendenaktion. Er sagt, ich bin dran. Ich sage 3, er sagt 4, er sagt 5 und so weiter und so fort. So, bei 7 bekommt er sie dann. Er zahlt 7 Euro. Fabrik kann sich keiner leisten, weil keiner so viel Geld hat. Sollte es doch mal vorkommen, dass irgendjemand sich vertut, im Geld verzählt hat und so weiter, dann ist es so, dass er all sein Geld an die Bank zahlen muss und aus diesem Spiel, aus dieser Beat-Aktion eben raus ist, nicht mehr mitbieten darf. So, das Ganze geht dann so weiter, bis alles aufgebraucht ist, also bis alles hier soweit versteigert ist oder eben nicht versteigert wurde. Bei diesen Karten ist es so, die Karten, die jetzt überbleiben, sind auch in der nächsten Runde noch da und wenn die dann noch nicht versteigert wurden, dann kommen die auf den Ablagestapel. So, dann sehen wir jetzt in der vierten Phase Produktion und Grundeinkommen. Es hat keiner von uns eine Fabrik, also bekommt jeder 30 Euro auf Kralle. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Dann ist Phase 1 der... So, Phase 1 der zweiten Runde. Die Börse wird aufgefüllt. Jetzt in der zweiten Phase hat jeder die Möglichkeit, seine Aktionskarte oder Einflusskarte, die er hat, auszuspielen. Das darf man entweder dann tun, wenn man sie direkt kauft oder eben in der zweiten Phase. Er möchte sie nicht ausspielen. Ich habe keine. Dann kommen wir wieder ans Bieten. Naja, und so geht es halt immer so weiter. Ich würde jetzt bieten. Derjenige, achso, Quatsch. Er kriegt noch diesen Startspielstein, denn derjenige, der das letzte Gebot gewonnen hat, ist der nächste Startspieler. Ja, das ist im Prinzip Friese Matenten. Das Ganze wird so lange gespielt, bis irgendjemand eben 40 Siegpunkte hat oder aber dieser Nachziehstapel zweimal aufgebraucht ist, dann wird geguckt, wer hat denn am meisten Siegpunkte und wenn jemand einen Gleichstand hat, ist es so, dass man das Geld noch zählt und dann gewinnt eben derjenige mit dem meisten Geld. Was ich noch vergessen habe bei den Fabriken zu sagen, man darf qua Regel maximal 3 Fabriken besitzen, möchte man mehr haben, ja, muss man eben eine zerstören und das kostet in der Regel Geld. Es gibt natürlich Karten, die eine vierte Fabrik ermöglichen, aber dafür braucht man diese Karte erstmal. So, das ist Friese Matenten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen und oder ähnliches, dann schreibt uns doch einfach. Ja, in Zukunft werden wir euch auch noch das Set 2 von Friese Matenten zeigen. Das heißt dann Schattenmänner. Viel Spaß damit.